15. Ich liege seit 1,5 Stunden wach im Bett nach 2 Stunden Schlaf. Jetzt bin ich einfach mal aufgestanden und habe mich entschieden, so wie ihr seht, im Sportdress, dass ich jetzt ins Gym hier gehe, was jogge, vielleicht noch ein paar Übungen mache und dann frühstücken. Und dann bin ich vielleicht noch mal ein bisschen K.O. und penne noch ein Stündchen. Denn dann geht es ins Mini-Main-Event. $1.000 Bein. Ich habe mich auch schon eingekauft gestern Abend. Und bin ready. Los geht's. Okay, einen 5-Kilometer-Run gemacht und jetzt noch ein bisschen Workout. Auf jeden Fall ein sehr schönes Fitnessstudio. Ja, das ist mein Spot, wo ich immer frühstücken gehe. Ja, für einen Europäer genau das Richtige. Okay, Frühstück ist da und der Spot zum Frühstücken kann nicht besser sein. Avocado Toast, mein Favorite Drink, Chai Latte am Morgen, Fiji Water, let's fucking go. Jetzt kann es ja nur gut laufen im Main, Mini Main. Okay, Spot Nummer 1, über den ich mit euch reden möchte, ist gestern im Venetian habe ich das Ultimate Bounty für $1.100 gespielt. Ab Geld gibt es $1.000 Bounty auf dem Kopf, davor nur $200. Nur kurz zu den Infos, aber es ging auch erstmal um einen Spot vor dem Geld. An der Bubble, an der direkten Bubble, war ich mit 9ern auf im Hijack. UTG Open Raced. Ich habe 20 Big Blinds. EP covert mich knapp, der Open Racer. Und was macht ihr mit 9ern? Ich habe mich entschieden zu folden. Warum? Ihr könnt gerne in den Kommentaren diskutieren. Der UTGler war, also mit dem saß ich den ganzen Tag am Tisch. Hatte also sehr viele Infos über den Herrn. Älterer Herr, sehr, sehr, ja, so schon recht tighter Kollege und an der Bubble, würde ich sagen, schon Money Scared gespielt. Also würde ich seine Range sehr tight einschätzen aus UTG gegen viele, die ihn covern. Ich denke, in Theorie ist 9er ein Jam, aber printet nicht und in der Praxis habe ich mich zum Fold entschieden. Das Double-Up hätte mich jetzt nicht exorbitant verbessert. Stone Bubble, Mincash war schon der Fokus dann in dem Moment. Bin ich jetzt gegen so einen Kollegen bubbeln, der dann irgendwie aufwacht mit einer sehr tighten Range. Call kommt für mich überhaupt nicht in Frage, logischerweise, in der Phase. Also, Preflop, Fold. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. So, wir gehen zu Mini-Main und hier, guck mal, da das Ding hier, diese Säule. Hier ist Tupac erschossen worden an der Stelle. Aber ist nicht so ein schönes Memorial irgendwie. Sieht man da irgendwas? Ah ja, hier. Da ist er. Okay. Haben wir es auch mal gesehen. Auf geht's. Ist nicht mehr weit. Da ist das Horseshoe. Da ist das Hotel. Also es geht echt klar. Okay, WSOP-Luft. Ist ja dann nochmal was Besonderes. Venetian, würde ich sagen, ist zwar von den Dealern geiler, Pokerfloor ist schön, aber WSOP ist immer doch noch was Besonderes. Lass uns mal reingehen. Ich muss Paris White und ich bin auch schon direkt hier vorne. Muss ja gar nicht so weit laufen. Vielleicht trifft man ja auch den einen oder anderen, gerade schon deutschen Qualifier getroffen. Aber hier ist auch schon eine Menge los, sind schon alle an ihrem Platz. Wie ihr seht, ist der Laden voll. Im Gegensatz zu gestern Abend, wo ich ja nochmal, oder Nacht, wo ich ja nochmal reinkam. 202. White. Da muss ich hin. Noch kurz die Flasche aufgefüllt. Gut gespielt, sagt die Flasche. Ich habe noch gar nicht angefangen. Und ja. Die meisten Tische haben schon ein bisschen was an Spielern, aber hier bei mir, ja, füllt sich langsam auch. Los geht's. 60.000 Startstack. Blinds starten bei 200, 100. Okay, erste Pause und es sind alle wollen raus. Das ist einfach krank. Man darf keine Panik ausbrechen. Und die Wartezeit, wenn man sich jetzt anmeldet, ist über 2 Stunden, weil der liebe Bremer, der denkt darüber nach, sich jetzt da anzustellen. Und ein anderer Kollege, der Chris, der steht da schon an, seit 1,5 Stunden. Tough. Richtig, richtig voll hier. Also, ich habe mich gestern Abend extra angemeldet, aber wenn ich das gesehen hätte, wäre ich auch rückwärts wieder rausgegangen. Was war da los? Na, wie geht's? Schön zu sehen. Alles gut? Christine Marschmann in the building. Very important person. Wie geht's dir? Naja,
geht so. Geht ja, so? Alles gut, bin ein bisschen müde. Okay. Bin ja am Hin und Her, also wir sprechen ja irgendwann nochmal länger. Aber, genau. Ich hüpfe immer von Hotel zu Hotel, dafür bin ich kostenlos 2 Monate in Vegas. Ein bisschen ermüdend, aber... Ja, und bist am Arbeiten. Ja. Okay. Genau, ich kümmere mich ein bisschen um die deutschen Qualifikanten mit dem deutschen Team, ein bisschen Content und so. Da kommt einiges jetzt die nächsten Tage. Super. Of filming. In green. In tan. Monkey. Don't say that. You said you had to have a queen. Well, it doesn't matter. He has a queen, so I want to see something else. Go ahead. Okay. Leute, hier ist eine Legende. Dieser Mann steht bei Payouts. Und ich glaube, das ist nicht wenig. The one and only Simon. Durchtrainiert und dazu noch reich. Ein bisschen reicher auf jeden Fall. Na? Gut. Erzähl mal kurz. Was passiert? Was passiert? Ja. Was hast du gespielt? Das 400 Dollar Colossus. Und? Wie viele haben mitgemacht? 19.000 Leute. 19.000 Spieler. Und was bist du geworden? 26. Für? Also wie viel hast du? 21.680. Schmeckt, schmeckt. Größter Score bisher? Ja. Nice. Als auch ja, geil. Ja. Und fühlt sich gut an? Fühlt sich gut an. Gerade fährt so der ganze Stress ab. War jetzt schon echt intensiv. Ja. Gestern halt 12 Stunden gespielt, heute nochmal 4 Stunden gespielt. Und dann, okay. Ja, am Ende im falschen Spot geblufft und wurde gecallt. Aber ja, hab versucht, um ihn zu spielen. Und es hat nicht so gut funktioniert. Und du machst auch noch Coachings hier vor Ort eigentlich, ne? Ja. Hast gar keine Zeit jetzt gehabt? Nee, ich musste tatsächlich absagen. Okay. Jetzt für heute Morgen. Aber jetzt heute Abend wird alles nochmal neu organisiert und dann bin ich auch morgen und die nächsten 3 Tage eigentlich nochmal im Gym und bin im Coaching. Ja, vielleicht, nicht vielleicht, ich komme rum. Ja, du bist herzlich eingeladen. Also ich, ja geil, freue ich mich. Ja. Schaut mal her hier. Hallo, hallo. Legende. Streaming-Legende. Jawohl. Ja, voll. Herzdame und seit wann bist du hier, liebe Jentonic? Gute Frage. Ich kann die Tage und Stunden nicht mehr zählen. Aber irgendwie locker seit 2 Wochen, würde ich sagen. Also, bist du schon hier? Stell dir vor. Hab ich das gibt's ja nicht. 4 Wochen. Du siehst noch so erholt aus. Ja, super, oder? Nicht getiltet, gar nichts. Überhaupt gar nicht. Mindset. Das okay. A und O. Gut. Ja. Was spielst du jetzt? Mini Main? Oder? Ja, Mini Main. Bist schon drin? Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe nur noch Star Trek. Ich auch, also. Aber du, Chip in a Chair. Okay, kriegen wir hin, oder? Einmal aufdoppeln, jetzt sieht schon wieder ganz anders aus. Das haben wir jetzt. Wie viel BB? Ja, nicht mehr viel auf jeden Fall. Wird schon. 15 BB sollten wir jetzt haben. Ja. Aber wie gesagt, wenn du jetzt einmal aufdoppelt, sieht schon wieder ganz anders aus. Tischdynamik ist easy. Es hat keiner irgendwie groß Deck. Also alles entspannt. Entspannt. Aber die ganzen Racks sind jetzt reingekommen, ne? Hat man schon gemerkt. Ja, aber zum Glück hast du freie schön Plätze bei dir am Tisch? Ja, einen. Aber da sind schon ein paar Racks gekommen, da, ja. Aber du kannst auch gut mit den Jungs und Mädels. Ja, ich hau denen auf die Fresse, wenn die sie mich... Die haben auch nur 2... Ja, machst du das? Ja, natürlich. Ich bin voll aggressiv am Tisch. Ich bin aggressiv. Ich habe falsch verstanden. Aggressive Play habe ich immer falsch verstanden. Deswegen immer Schlägerei. Ehrlich, ehrlich. Ja. Dann würde ich sagen, viel Erfolg. Danke, und dir auch. Und wir sehen uns in der nächsten Pause. Hoffentlich. Ne? Und dann so. Am FT und so, ne? So, ja, ja. Erstmal Day 2, aber... Hier, Legende. Wunderbar. Dankeschön. Komm mir auf jetzt. Das Jetlag kickt rein wie sonst was. Ich habe Augen in... 2 Stunden Schlaf, die Nacht davor auch nicht viel mehr groß und ja, ich merke es jetzt. Ich bin wie betrunken im Kopf. Ich war eben noch im Resort World, habe da ein Turnier gespielt für 200 Dollar, noch Max Laidrack mit dem Chris und schnell raus und wollte dann gehen zum Uber und habe einfach die Tür die falsche Richtung aufgemacht, fliegt gefühlt durch einen halben Saal. Die Leute haben auch gedacht, ich bin sturzbetrunken, aber keine Ahnung. Ich im Taxi oder im Uber dann auch fast eingepennt. Ja, ich schlafe jetzt zu den Händen. Ich habe ja schon in dem Vlog ein paar Hände jetzt erzählt vom Grind davor. Und das bedeutet, im Vlog morgen
gibt es auch noch mal ein, zwei Hände von dem Minimain, wo ich gerade auf der Trasse bin. Zwei Drittel des Feldes waren schon raus. Aber ich konnte mich da nicht durchsetzen. War Achterbahn Graf, mal rauf, mal runter, mal rauf, mal runter. Maximal habe ich es aber auf 2x Startsec geschafft. Ja, danach noch einen schönen Abend gehabt mit ein paar Freunden, gut essen gewesen, gut und viel, viel gelacht. Und damit sage ich gute Nacht. Block 3 kommt morgen.